Hallo zusammen, ich bin hier in einem Supermarkt in Hannover, wie es in ganz Niedersachsen Tausende gibt. Eigentlich ist alles wie immer. Es gibt die Nahrungsmittel, sie werden produziert wie immer, sie werden auch geliefert. Aber eines hat sich deutlich verändert. Ich habe gerade gehört, in der letzten Woche gab es einen Umsatz hier in diesem Supermarkt höher als in der Woche vor Weihnachten. Ein Teil davon ist verständlich. Nämlich das, was in der Gastronomie nicht mehr stattfindet, das geht jetzt eben in den Lebensmitteleinzelhandel. Aber ein anderer Teil, der ist unverständlich. Viele Menschen haben sich gerade in den letzten Tagen eingedeckt mit Produkten, Hamsterkäufe und damit eine enorme Unsicherheit natürlich auch ausgelöst. Und meine herzliche Bitte ist, liebe Leute, lasst das bleiben. Es ist nicht nötig. Die Lieferketten stehen, die Produktion läuft nach wie vor auf dem gleichen Niveau. Und wir müssen uns keine Sorgen machen darüber, ob wir das kriegen, was wir nun einmal für den täglichen Bedarf brauchen. Und noch etwas. Wir sollten immer mit allen Leuten respektvoll umgehen. Aber gerade im Moment sollten wir besonders dankbar sein gegenüber denjenigen Menschen, die im Handel überall dafür sorgen, dass wir das bekommen, was wir nun einmal brauchen. Also öfter mal Dankeschön sagen, öfter mal auch Hochachtung ausdrücken für diese Arbeit. Das kommt bestimmt im Moment richtig gut an. Danke, tschüss.